Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas von Playgaddon. Jo, und in der heutigen Folge werden wir wieder ein bisschen Smalltalk halten, beziehungsweise ich und mein Mikrofon, aber ihr werdet es später sehen und wir werden im CW angreifen. Im CW steht es momentan 28 zu 23 gegen Asiaten auf jeden Fall. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den CW verlieren werden, denn Asiaten sind wirklich sehr gut in diesem Spiel, zumindest in CWs. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die den ganzen Tag zocken oder was weiß ich auch. Also 23 Sterne haben die mit 11 Angriffen, wir haben 28 Sterne mit 16 Angriffen. Nur ist auf jeden Fall Luft nach oben da, aber ich werde jetzt einfach mal angreifen. Die Klamburg lock ich gar nicht erst raus. Ich muss jetzt riskieren, dass die Klamburg irgendwie platt gemacht wird von meinen Helden oder so, ich weiß es nicht. Aber Blitzzauber auf Level 4 wird die sowieso nicht ausnocken, es sei denn, die Bogenschützen sind drinne. Und mit einem Riesen kann man die erst recht nicht rauslocken, da halt die Verteidigungsgebäude hier immer aufhalten und der Riese dann nicht in dem Radius von die Klamburg hineinkommt. Egal, wir werden jetzt einfach angreifen. Ich bin nervös, aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. Okay. Hier ein Golem, da ein Golem. Dann Magier hinterher. Eventuell ein Wutzauber, sodass beide reinkommen. Das hat sehr gut geklappt. Da ist leider schon... Ah, fuck. Da ist schon der Barbarenkönig, der die Golems ein bisschen stören will. Die Helden... Ah, ich hätte erst die Helden und dann Dings setzen sollen. Egal. Vielleicht jemand Wutzauber in den Getümmel. Meine Packers haben das überlebt und... Sind die behindert? Ach, ich wollte schon sagen, wo schlagen die denn drauf? Denn da ist ja die Mauer ist frei gewesen. Wir sind jetzt in der Mitte. Soll ich gleich noch einen Wutzauber setzen? Egal, einen Golem haben wir sogar noch, der heile ist. Und zwei Mini-Golems waren gerade eben da. Die werden ein bisschen tanken und ein Packer hat sogar überlebt. Die 50% müssten wir eigentlich im Sack haben. Also ich habe sogar noch Bogenschützen dabei im Notfall. Ja, vielleicht hier noch einen Wutzauber, einen Sprungzauber. Ja, ne, der Sprungzauber war jetzt echt unnötig, aber ist ja egal. Ja, zwei Sterne müssten es eigentlich werden. Habe ich die Bogenschützenkönigin gezündet? Ich glaube nicht, oder? Ach, scheiße. Egal. Ja, komm, zwei Sterne wären es auf jeden Fall. Ich bin stark davon überzeugt, dass es so viel wird. Mal gucken, können wir uns die Bogenschützen sparen oder müssen wir die noch... Ja, die können wir uns sparen, höchstwahrscheinlich. Die 50% werden wir gleich ankratzen. Joa. Ich glaube, schöne zwei Sterne sind es noch geworden. Ich glaube, die zwei Sterne werden auch wichtig sein, irgendwie in den Gesamtbewertungen. Naja, ich meine, alle Sterne sind im CW wichtig. Wenn einer verscheißt, dann ist das nicht so egal. Ist das nicht so... Ach, wie kann ich es jetzt am besten beschreiben? Ja, also fällen kann jeder mal. Also ich meine, wir sind alle nur Menschen und es ist nur ein Spiel und man sollte sich nicht zu sehr aufregen, wenn man fällt. Denn ja, es kann wirklich bei jedem passieren. Ich habe auch schon 1000 Mal gefailt in meiner Anfangs-COC-Zeit, aber inzwischen bin ich so ein solider 2-Sterne-Typ geworden. Also mit 2 Sternen im CW kann ich vollkommen zufrieden sein. Denn ich glaube, das Mindestziel bei mir immer im CW ist 4 Sterne. Siehst du da oben, schön alle 2 Sterne platt gemacht. So, aber hier unten haben wir alle 3 Sterne geholt. Alter, das sieht echt nice aus. Wir können maximal 45 Sterne holen. 15 Sterne sind also noch da. Joa, wir werden jetzt ganz kurz zu meinem 2. Account rüber switchen, da ich mit meinem 2. Account jetzt noch angreifen werde. Also bis gleich. Joa, wir können auch mal ein bisschen was zu meinem 2. Account sagen. Auf jeden Fall, bei meinem 2. Account sind jetzt alle Verteidigungsgebäude auf Max. Und ich muss nur noch die Mauern machen und die, Sammler. Ja genau, nur noch die Sammler. Dann habe ich alles auf Max, ich habe sogar die Bomben auf Max gemacht. Also da kann man sich ja vorstellen, also mit Elixier kann ich bald nichts mehr machen. Hier wird die letzte Kaserne gerade geupgradet. Joa, Schweinereiter könnte ich im Labor aber noch upgraden. Also im Labor habe ich auch schon alles Max, bis auf halt die Schweinereiter. Aber ich will als nächstes den Barbarenkönig auf 3 starten. Mir fehlen noch 800 Dunkles dafür, also ja, müsste in den nächsten Tagen möglich sein. Alleine schon wegen dem Bohrer, der pro Nacht 540 da hat. Weil die Kapazität leider nicht so groß ist, aber wir werden jetzt einfach mal gucken. Ich glaube, ich wollte die 10 angreifen, genau. Die 9 war mir etwas zu heftig, auf jeden Fall. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Habe ich einen Riesen zum Tanken, beziehungsweise Klamburg rauslocken dabei?
Natürlich nicht. Also ich glaube, ich muss das jetzt auch mal. Boah, Packy Magier oder Magier, okay. Kriegt einfach ein paar Bogenschützen. Sorry, Max, also wenn du das hier sehen solltest. Sorry dafür. Ich werde jetzt einfach mal einen Riesen machen und mal die Zeit wegcutten. Also bis gleich. So, der Riese wäre fertig. Und es hat wirklich gepasst, dass wir den Riesen ausgebildet haben, denn ich wurde wieder von meinen Eltern gestört. Beziehungsweise von meiner Mutter, weil sie wissen wollte, was Great Short auf Englisch heißt. Irgendwie, sie ist ein totaler Instagram-Suchti geworden und will immer wissen, was das heißt, denn irgendwie kommentieren bei ihr alle auf Englisch, wieso, keine Ahnung. Egal, Themenwechsel. Die Nummer 9 habe ich mich dazu entschieden, die werden wir angreifen. Da ich nicht weiß, ob wir hier wirklich die 3 Sterne schaffen und wenn wir hier 2 Sterne schaffen, ja, 2 Sterne, ich bin optimistisch, müssten drin sein. Wir werden es einfach mal probieren. Mit dem Riesen werden wir jetzt erstmal die Clanburg rauslocken. Boah, bitte ploppt da gleich keinen Tesla auf. Okay, sind anscheinend nur Bogenschützen drin, also hätten wir... Ne, Magier auch. Okay, dann werden wir hier einiges rauslocken. Ah, scheiße, er hat sogar Lakaie da drin. Lakaie sind immer kacke, finde ich. Die werfen immer mit Code, stelle ich mir vor. Das sieht wirklich so aus, als wenn die mit Code werfen. Ah, schade, jetzt ist die Animation weg, beziehungsweise der Lakai ist tot. Aber ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr mit Lakaien oder so angreift. Das sieht aus, als wenn die mit Kot werfen. Ja, wie komme ich wieder darauf? Ach, diese Level 5er Mager sind auch echt hartnäckig. So, Drachen stürmt das Dorf. Girl, aber nicht nach außen fliegen, boah, nee. Ach man, die Kaide von den Drachen sind echt komisch. Hoffentlich schaffen wir die 2 Sterne. Wenn wir 2 Sterne schaffen, das wäre great. Das wäre wirklich großartig. Und great. Aber manche, irgendwie, wenn ich das Wort great sage, kommt mir immer Dora in den Sinn. Wieso? Keine Ahnung. Ach, wieso fliegt ihr denn außen lang, ihr dummen Viecher? Bitte jetzt nach... Ach, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, Drachen. Weißt du? Ja, jetzt zur Bauhütte, weil die Bauhütte so wichtig ist. Boah, ich könnte kotzen bei denen, ey. Jetzt hat sich einer dazu entschieden, nach innen zu fliegen. Nein. Ihr wollt immer noch nicht nach innen. Ihr wollt lieber die Kaserne kaputt machen, wo ihr hergestellt werdet. Okay. Werdet. Jo, als noch einige Sammler kaputt machen, weil die ja so wichtig sind. Boah, wenn wir nicht mal die 2-1 Stern schaffen, ich raste aus. Boah, die sind so behindert, diese Viecher. Alter, wieso fliegen die denn nicht nach innen? Oh. Ja, einen Stern konnten wir leider nur holen. Mann, da wäre mehr drin gewesen. Aber diese Viecher... Ja, das Problem war ja auch, dass ich keine Bogenschützen mehr hatte und damit auch keine Außengebäude mehr kaputt machen konnte. Das lag auch daran, wegen den 5er Magiern. Die kann man mit Level 4er Bogenschützen nicht so leicht ausnocken, auf gar keinen Fall. Ah. Leider nur einen Stern. Mann. Ah. Thanks, mein CE-Fight war wie epic. Okay. Ey, der ruheste Fight ist ja von mir. Och, der von vorhin. Ja, da habe ich im Übrigen 3 Sterne geholt. Können wir uns ganz kurz anschauen. Hier ist mir leider nicht gelungen, die Klarenburg komplett rauszulocken. Aber dafür habe ich mit einem Bogenschützen-Türm. Och, das hätte ich auch machen sollen. Der hätte ich auf die Klarenburg scheißen können. Da habe ich lieber mit dem Bogenschützen-Tür... mit dem Bogenschützen Außengebäude kaputt gemacht, damit die Drachen auch wirklich nach innen fliegen. Und das hat sogar geholfen. Also ich glaube, bei Drachen muss ich damit aufpassen, dass die eine freie Bahn haben, um nach innen zu fliegen. Also, ich greife mit meinem zweiten Account immer mit Drachen an. Immer mit only Drachen und ein paar Bogenschützen dabei. Oh, MB-Master, können live zuschauen, wie er hier so fightet. Okay, als erstes will er die Klamuk rauslocken. Und dann wird es doch noch einen Live-Angriff hier geben, beziehungsweise... Ja, Live-Angriff, kann man so sagen. Ich habe auch live angegriffen, aber es ist ja nicht dasselbe, wie wenn jemand anderes angreift. Ach, egal, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier laber. Okay, er versucht hier erstmal komplett alles rauszulocken. Er hat letzte Woche oder so zum allerersten Mal mit Go Wipe angegriffen. Also ganz geübt ist er noch nicht in dieser Strategie, aber es wird. Okay, hoffentlich waren das nicht zu viele Magier, die er hier gesetzt hat. Ja, Clanburg ist jetzt down, beziehungsweise kaputt. Wo wird er angreifen? Von wo wird er angreifen? Max, das musst du dir vor dem Angriff überlegen und nicht mittendrin.
Man hat gemerkt, dass er gerade ein bisschen gezögert hatte und überlegt hat, was er als nächstes tun kann. Okay, und jetzt die Mauerbrecher hinterher. Okay, die hätte ich dahin gesetzt, wo die Golems wären, aber den Rage Spell hätte ich mehr nach innen gesetzt, aber ich will noch nicht zu früh kritisieren. Okay, und da sind die Packers. Die Packers laufen nach außen. Wo war jetzt das Problem? Das Problem war, dass du nicht alle Außengebäude kaputt gemacht hättest. Hast. Sonst wären die eigentlich nach innen gegangen. Im Normalfall. Aber bei den Packers weiß man es nicht. Die sind einfach nur behindert im Kopf. Okay, aber wenn die Magier... Ach, oh Mann, die sind so blöd. Bitte, macht das Rathaus kaputt. Macht doch das Rathaus. Oh Mann. Oh, ich könnte die boxen. Ja. Oh nein. Oh Mann. Oh, die Packers. Ich hasse sie. Die Packers sind genauso dumm wie die Drachen. Ah, armer Max. Eigentlich sind wir alle... Boah, bitte. Nein, die müssen leben. Die kleinen Golems müssen leben. Och, diese scheiß Riesenbomben. Ja, es wird ein Problem der Zeit. Sonst würden die Packers vielleicht irgendwie noch nach innen kommen. Aber ja, schade, Mann. Wenn die Packers... Mann. Also Supercell, falls ihr dieses Video seht, was ich bezweifle, ändert die KI der Packers, wirklich. Die müssen mal vernünftig laufen. Oder was eigentlich auch eine geile Truppe wäre, irgendwie eine Truppe, die speziell aufs Rathaus geht. Aber die ganz wenig Leben hat und viel Schaden macht. Das wäre auch was. Da muss man die halt irgendwie durchtanken mit Golems oder so. Die speziell aufs Rathaus geht. Also sozusagen eine spezielle Truppe für ein CW. Und das wäre mal eine Idee, die Supercell irgendwie durchsetzen könnte, machen könnte. Ja, die haben es ja in der Hand, was sie mit dem Spiel machen. Irgendeine dunkle Truppe. Ah, 74%. Schade. Blöde Packers, würde ich sagen. Jo, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.